Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Heute backen wir einen Kuchen, den wir schon lange nicht mehr hatten. Einen Gugelhupf oder Napfkuchen. Auf jeden Fall wird es ein Marmorkuchen. Vielleicht kennt ihr meinen klassischen Marmorkuchen. Den werde ich etwas abwandeln und Schmand und Mandarinen dazugeben. Zum Schluss kommt, wie so oft bei Marmorkuchen, noch etwas Kuvertüre obendrauf. Also lasst uns mal gleich loslegen, doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Hier sind die Zutaten. 250 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 6 Eier, 150 Gramm Schmand, eine kleine Dose Mandarin, 100 Gramm Speisestärke, 10 Gramm Backpulver, 100 Milliliter Milch und 200 Gramm Mehl. Wie ihr seht, sind es eine ganze Menge Zutaten, aber für unseren Schokoteig brauchen wir auch noch 40 Gramm Backkakao und 20 Gramm Zucker. Die Mandarinen haben wir schon in ein Sieb gegeben, damit sie abtropfen können. Wir fangen gleich mit dem Teig an und schlagen Butter, Zucker und Vanillezucker cremig. Die Butter sollte auf jeden Fall weich sein. Dann gebe ich Zucker und Vanillezucker dazu. Dann kommt der Schneebesen ran und dann werden die Zutaten auf kleiner Stufe verrührt und auf größter Stufe cremig geschlagen. Die Eier geben wir einzeln dazu. Ja, manchmal fallen auch zwei rein, das kennt ihr bestimmt auch. Nachdem die Eier verrührt sind, geben wir den Schmand dazu. Der macht den Kuchen richtig schön frisch. Während der Schmand untergerührt wird, mischen wir Backpulver und Mehl und geben es dann löffelweise in die Schüssel. So verbindet sich das Mehl viel besser mit der Eibuttermasse. Nun kommen wir auch schon zur Milch. Da reichen 10 bis 20 Milliliter, gerade so viel, dass der Teig schön cremig wird. Ich nehme etwa ein Drittel des Teigs ab, um daraus unseren Schokoteig zuzubereiten. Wenn ihr keine so großen Schokoladenfans seid, nehmt ihr etwas weniger Teig ab. Jetzt kommt noch der Zucker dazu. Den Backkakao solltet ihr auf jeden Fall sieben. Die Milch sorgt dafür, dass der Teig nicht zu fest wird. Der helle Teig und der Schokoteig sind fertig und können auch gleich in unsere Backform. Die muss vorher aber noch eingefettet und mit Mehl bestäubt werden. Hier darf mit Fett nicht gespart werden, denn sonst kommt der Kuchen nicht heil aus der Form. Nun kommt die erste Schicht Teig rein. Ich fange mit dem hellen Teig an, denn davon haben wir ja genug. Dann kommt eine Schicht Schokoteig und dann wieder eine Schicht heller Teig. Damit wir ein Marmormuster bekommen, stecken wir die Gabel in den Teig und verdrehen sie. Bei meinem klassischen Marmorkuchen hat es sehr gut funktioniert. Ich hoffe, dass es heute auch klappt. Normalerweise kommen jetzt die Mandarinen hier drauf, aber die würden dann beim Backen nach unten sinken und beim Kuchen dann oben drauf liegen. Deswegen backen wir den Kuchen 10 bis 15 Minuten vor. Und zwar so lange, bis der Kuchen die Mandarinen trägt. Da müsst ihr dann auch selbst einmal gucken. Nach der ersten Backzeit legen wir die Mandarinen drauf. Die großen Stücke solltet ihr teilen. Warum, seht ihr am Ende des Videos. Zum Schluss geben wir noch den restlichen Teig drauf. Ich fange diesmal mit dem Schokoteig an und dann kommt der helle Teig oben drauf. Auch diesen Teig versuchen wir wieder ein bisschen zu marmorieren. Jetzt backen wir unseren Kuchen zu Ende für 45 bis 50 Minuten. Genau wie erst bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Der Kuchen ist abgekühlt und wir machen mit dem Guss weiter. Wir brauchen 150 Gramm Kuvertüre und damit diese schön glänzt, noch 10 Gramm Kokosöl. Die Kuvertüre wird gehackt und zusammen mit dem Kokosöl im Wasserbad geschmolzen. Wenn ihr die Kuvertüre schön klein hackt, schmilzt sie schneller im Wasserbad. Achtet aber darauf, dass die Schüssel nicht im Wasserbad steht, sonst verbrennt euch nämlich die Kuvertüre.
Die Kuvertüre hat jetzt die richtige Konsistenz. Und jetzt legen wir los. Sobald die Kuvertüre fest ist, können wir den Kuchen anschneiden. So sieht mein Marmorkuchen mit Mandarinen von innen aus. Leider sind die dicken Mandarinen doch etwas runtergerutscht, aber die kleinen sind in der Mitte geblieben. Wenn ihr noch eine Idee für Halloween sucht, wäre das auch der richtige Kuchen. Allerdings nehmt ihr statt dem Schokoguss eine orangene Glasur und dekoriert diese mit kleinen Gespenstern und Kürbissen. Das Rezept findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!